Pracht und neuer Wonne unsere gute alte Erde, immer noch da und zur Freude der eh Ungläubigen und Schwimmer ohne Sakralgebäude. Der ganze Vatikan, ein See, wo früher Mekka war, ein Mar. Und man hätte es fast vermutet, Jerusalem komplett geflutet. Aus Tempel ward Tümpel. Guten Abend. So, Brille aufsetzen. Sohle. Einen klassischen Vierakte-Drama habe ich für euch mitgebracht. Es wird also ernst jetzt. Das Stück heißt Idiotendämmerung und der erste Akt spielt im Himmel, Auftritt Gott. Seh Ekel meiner selbst gewahr im Spiegel, nachdem ich euch erschaffen hab, die Augen Blut, die Zunge sabbernd röchelnd, die Lippenwinkel aufgesprengt, den Hals zerrenkt, der greise Geist wird stumpf samt Stiel versenkt, stammelnd, faselnd, lallend, halb auf Wolken torkelnd, halb vom Himmel fallend. Wohin nur mit den Blitzen, all der Ohnmacht, starr auf den Planetenbild meiner Schöpfung und Erschöpfung. Es ist angerichtet, doch erwartet keinen Ratschluss mehr. Kein Schicksal kommt aus meiner Hand, kein Hinweis auf die rechte Tat. Kein Wort steht mehr am Anfang, vergesst den rechten Schein. Ihr seid nunmehr meiner Gunst verbannt, verdammt, nunmehr ihr selbst zu sein. So dämmer ich's, so dämmert es nur euch. Euren dunklen Schädeln seid einäugig unter den wenigen, tut euch fett am göttlichen Kadaver, noch bevor ein Stein den Leichnam in die Grube drückt. Welch unheilvoller jüngster Tag, welch unaufteilbar reines, welch unaufhaltsam zweifelhaftes Glück. Und tschüss. Zweiter Akt auf der Erde. Ich bin verwirrt, hast du gerade und tschüss gesagt? Das war ich nicht. Haben Sie das auch gehört? Ton, ein Rauschen mehr, fast wie ein kalter Hauch. Ich spürte es auch. Ein grausiges Gefühl, wie ein Verlassenwerden, ein Sterben. Was geht hier vor? Die Bibel da zerfiel zu Staub. Ich fühle mich des Worts beraubt. Der Sinn dahin. Hier, ich krieg gerade eine SMS. In der Innenstadt gibt's Stress. Der Dom ist eingestürzt und in einem runden Riesenloch verschwunden. Hier, habt ihr es im Netz gesehen? Im Orient sind's die Moscheen. Die Minarette stürzen und versinken. Es bleiben nur kreisrunde Seen. Hey, Wett, schnell noch was zu trinken und schalt mal das Fernsehen ein. Das wird doch nicht das Ende sein? Jan Hofer schaut verdammt ernst drein und verkündet das jüngste Gerücht. Nein, Apokalypse ist es nicht. Das Phänomen betrifft alleine Gotteshäuser, Tempel, Schreine und jede Schrift mit Gottes Wort zerfällt zu Staub. Ist plötzlich fort. Wir hören einen Report vor Ort, schalten um nach Mainz ins Buchmuseum. An diesem Punkt muss man erwähnen, der Konservator ringt mit Tränen. Sein allerliebstes Menschenwerk, der Bibeldruck von Gutenberg, zerfiel zu Dreck, ist weg, unwiderruflich. Sein Daseinszweck entfällt. Was macht er jetzt beruflich? Auch Hofer sprachlos. Schaltet weiter. Nun Reaktionen aus der Welt. Seht, der Dalai Lama spricht, sein Lächeln wirkt wie immer heiter. Besser sagt er, wäre es schon, es gäbe keine Religion. Es ist nicht der menschheitsgrößte anzunehmender Verlust. Gut, schade ist es um die hübschen Klöster, die da so am Abhang hingen. Im Hintergrund acht Mönche singen. Nein, es klingt wie Summen, unsicher, ganz nah am Verstummen, als hätten sie den Text vergessen. Der Papst erschüttert, ganz tief drinnen, die Kardinäle konnten nicht schwimmen. Und er selbst fragt sich tief bewegt, warum nur, warum er ein Frauenkleid trägt. Dritter Akt, immer noch auf der Erde. Am nächsten Morgen, so manche hatte große Sorgen, aber da, sie geht auf, die Sonne. In ihrem Licht erstrahlt in aller Pracht und neuer Wonne unsere gute alte Erde, immer noch da und zur Freude der eh Ungläubigen und Schwimmer ohne Sakralgebäude. Der ganze Vatikan, ein See, wo früher Mekka war, ein Mar. Und man hätte es fast vermutet, Jerusalem komplett geflutet. Aus Tempel ward Tümpel. Die Kathedralen, die Kirchturmhünen, zu Sand zerrieselt, nur noch Dünen, Betstuben und Gemeindeheime wie Unkraut aus der Stadt gejätet, als hätte es niemals existiert, was der Mensch je angebetet.
Und schon setzt das Vergessen ein. Allahu Akbar, wer soll dieser Allah sein? Moslems, Hindu, Juden, Christen wussten nicht, wen sie vermissten. Shiva, Yahweh, Gott, Jehovah, nicht mehr da, nicht wahrzunehmen, nicht mehr wahr. Und ihre Blutschergen und Folterknechte mit Feuer und Schlamme und Lohn dunkler Mächte, all die Hassprediger und Frauenverächter, die Kreuzfahrer und Heidenschlechter, die Massenmörder und Menschenschinder, wie jeder, der glaubt, besser zu glauben, sind ihrer Schutzbehauptung beraubt. Die Evolution unschützt ihre Kinder. Pädophilister und Himmelsversprecher sind jetzt nur noch ganz gewöhnliche Verbrecher. Vierter Akt, eine Kneipe am Abend. Ich bin verwirrt, verstört. Ich auch, ich war es zuerst. Bevor du dich beschwerst, sag an, hast du auch das Tschüss gehört? Ich meine mit eigenen Ohren? Wo warst du, als die Worte fielen? Ich war spontan verloren. Achso, also ich muss sagen, mir gefällt's. La Libela, der Dom aus Fels, ein Wasserloch, grad in den dürren Wüsten hilft Wasser doch mehr als ein Glaube. Im Sahel gestern noch dürstete ein Kind im Staube und jetzt kann es gut und gerne schwimmen lernen. Ein blinder Seher tritt herein vom Mund. Das ganze Trinkervolk verstummt. Das wird wohl das Orakel sein, das uns das Ende jetzt verkündet. Bevor ihr euch vor Schrecken windet, eure Angst ist unbegründet, denn frohe Botschaft wird euch kundgetan, sodass ihr nicht verzweifeln müsst. Und die Botschaft lautet, tschüss, es ist vorbei mit unserer Knechtschaft. Da ist kein Gott mehr, der noch Recht schafft, der bestimmt, wie wir zu leben und wir vielleicht zu sterben haben. Keine Schuld mehr zu vergeben, kein höheres Wesen schmeißt den Laden. Es ist an uns, die Welt zu retten, auch vor uns selbst. Und dann, wie der Prophet John Lennon sang, imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Verstehst du, was der Mender spricht? Nee, Alter, ich verstehe ihn nicht. Er meint wohl, Gott wäre plötzlich weg und mit ihm all der Glaubenszweck, all die Suren und Gebote, all die Psalmen und Gebete, das Gesangsbuch bis zur letzten Note, der ganze komplizierte Dreck ist ausgelöscht, vergangen. Ich bin entsetzt. Was ist jetzt anzufangen? Was machen wir denn bloß so ohne? Wie heißt das nochmal ohne? Mensch, jetzt hilf mir doch mal. Entschuldigung, ich habe vergessen, wovon die Rede war. Epilog. Und was nicht ist, kann ja noch werden. Lasst uns ein Paradies auf Erden erschaffen aus Liebe, Vernunft und Sinn. Gebt euch mal diesen Gedanken hin. Imagine. Das war Gax. Wir hören einen Report vor Ort, schalten um nach Mainz ins Buchmuseum. An diesem Punkt muss man erwähnen, der Konservator ringt mit Tränen. Sein allerliebstes Menschenwerk, der Bibeldruck von Gutenberg, zerfiel zu Dreck, ist weg, unwiderruflich. Sein Daseinszweck entfällt. Was macht er jetzt beruflich? Auch Hofer sprachlos. Schaltet weiter. Nun Reaktionen aus der Welt. Seht, der Dalai Lama spricht, sein Lächeln wirkt wie immer heiter. Besser sagt er, wäre es schon, es gäbe keine Religion. Es ist nicht der menschheitsgrößte anzunehmender Verlust. Gut, schade ist es um die hübschen Klöster, die da so am Abhang hingen. Im Hintergrund 8 Mönche singen. Nein, es klingt wie Summen, unsicher, ganz nah.